Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu den heutigen Wrestling News, mal wieder hier heute. Wie immer, wir sind fleißig unterwegs und ballern uns durch alle News und haben auch wieder soweit alles aufgeholt. Also wir haben frische News für euch, die sind frisch gebacken und das ist auch eine feine Sache. Also wir beginnen erstmal mit dem guten Mustafa Ali. Der hat nämlich jetzt bei TNA eigentlich soweit alles erledigt, denn der wurde ja bei TNA eingesetzt und das auch ganz gut als Exhibition Champion und so weiter. Aber letztendlich hat man das jetzt erstmal so auch alles abgehakt, hat ja den Titel dann verloren und hatte noch ein schönes Match gegen Nick Nemeth und damit ist das Ding dann auch erstmal durch. Jetzt ist es ja so, TNA kannst du ja immer mal wieder hingehen, das ist ja kein Problem. Du brauchst ja keinen festen Vertrag, die können dich ja auch einfach mal für so einen Gig einfach mal so holen. Das heißt, es ist jetzt, wir nie wieder Mustafa Ali bei TNA sehen, aber zumindest seine erste vertragliche Verpflichtung quasi ist abgegolten. Dann haben die All Elite Wrestler Ruby Soho und Angelo Parker, die haben jetzt bekannt gegeben, haben ja vor kurzem geheiratet, alles schön und so weiter. Sie hat ja gesagt, sie ist schwanger und so, alles toppi. Und jetzt kam auch noch raus, dass sie ein Mädchen erwarten. Das ist auch sehr fein. Dann zu Cody. Cody Rhodes hat in einem Interview darüber gesprochen, dass er aktuell Champion ist und so, alles schön, alles gut. Aber er sagt auch, dass er eigentlich immer noch versucht, diesen Titel hier zurückzubringen. Denn er mag natürlich das neue Design, das ist cool und so, alles schön, auch mit diesen Sideplates und so weiter und so fort. Aber er hätte immer noch irgendwie gerne diesen hier zurück. Deswegen mal gucken, ob das irgendwann passiert, ob der irgendwann mit dem Belt hier aufläuft. Ich glaub's ja nicht. Aber nochmal schon wieder ein neues Update vom Titeldesign. Weiß ich nicht, ob das sein muss, aber es ist auf jeden Fall interessant. Das ist übrigens der alte WWF-Titel für die Leute, die noch nicht so lange Wrestling gucken oder WWE verfolgen und so. Aber ja, gucken wir mal. So, dann haben wir was zu Unlimited Wrestling in Berlin, 31.08. Es gibt nur noch Stehplatz-Tickets, also seid schnell, holt euch die noch auf wrestlingtickets.de. Das nächste Match, was ich zu verkünden habe, ist das Unlimited Challenge Championship Match. Dominik Fischer, unser Champion, wird natürlich auch seinen Challenge Championship aufs Spiel setzen in einer Open Challenge. Das heißt, wir können gespannt sein, wer das Ding hier annehmen wird. Auch das natürlich wieder sehr feini. Dann gab es von Nigel McGuinness ein Interview. Der ist ja bei All Elite jetzt als Kommentator eingesetzt, war ja auch bei NXT UK als Kommentator eingesetzt und so weiter. Und hat schon vor einiger Zeit seine Wrestling-Karriere selbst beendet. Aber er hat gesagt, es gibt noch ein Match, wo er Bock drauf hätte, was er noch machen würde. Und zwar ein Match gegen Bryan Danielson. Das einzige Problem daran: Bryan Danielson beendet jetzt auch seine Karriere. Also das ist jetzt auch nicht mehr so viele Möglichkeiten, das noch irgendwie zu machen, aber es ist auf jeden Fall ein wenig interessant. Dann außerdem haben wir LA Knight als neuen US-Champion jetzt bekommen, auch alles sehr schön. Und der ist letzte Woche bei SmackDown mit einer neuen Musik aufgelaufen. Allerdings jetzt nicht so neu, denn es klingt schon noch wie die alte, aber es ist einfach diese Riffs, die dazwischendurch sind, sind aber auch ein bisschen anders gespielt. Also man erkennt schon, dass das die Musik ist, aber ja, hat halt auf jeden Fall so kleine Änderungen reinbekommen. Außerdem, und das finde ich schon wieder interessant, auch Roman Reigns, der jetzt zurückgekehrt ist, auch für ihn wurde vor kurzem ein neues Theme produziert, also eine neue Einzugsmusik, aber das ist noch nicht die, mit der er jetzt ja rausgekommen ist. Weil die Musik, mit der er jetzt bei SmackDown rauskam oder mit der er auch jetzt bei beim SummerSlam kam, das ist die Musik, die sie extra nochmal geändert haben für den Entrance auch bei WrestleMania, um das Ganze noch ein bisschen pompöser zu machen. Das ist aber wohl nicht der Song, um den es jetzt geht. Der Song, den sie jetzt für Roman Reigns haben, den könnten sie jederzeit droppen, wann auch immer sie mal, also der ist fertig, der ist soweit ready. Aber das heißt nicht, dass Roman Reigns wirklich einen neuen Song bekommt, nur dass einer produziert wurde. Denn für Randy Orton wurde ja zwischendurch auch mal sein Theme neu produziert und eine andere Version quasi daraus gemacht. Und das hat die WWE auch nie umgesetzt. Also sie haben dieses neue Lied nie genommen. Deswegen ja, muss man halt sehen, ob man da wirklich noch was dran ändert. Aber auf jeden Fall ist das so die Sache. Dann ist ja aktuell ein sehr, sehr großer Hype um Joe Hendry am Start. Und Hendry war jetzt auch wieder in einem Interview und hat darüber geredet, dass er aktuell so einen Hype hat und so weiter. Und hat sich selbst
als das Gesicht von TNA Wrestling bezeichnet und hat gesagt, ja, ich bin in den Google Trends hier überall und so, wenn es um TNA geht, dann geht es eigentlich nur um mich und so. Und er sollte deswegen auch endlich ein TNA World Championship Match kriegen. Ich finde diese Aussage ein bisschen komisch, weil er ja eigentlich als Face eingesetzt wird. Aber diese Aussage von ihm ist sehr heelisch, finde ich. Also irgendwie klingt das ein bisschen nach einem Heel-Charakter. Jetzt weiß ich nicht, ob das so gedacht war oder ob es irgendwie nicht so gedacht war. Ist ein bisschen komisch. Aber ja, gucken wir mal, ob Joe Henry auf jeden Fall demnächst irgendwie Heel turnt. Ich würde es nicht vorschlagen, weil den Hype sollte man aktuell noch so lange halten, wie es irgendwie geht. Aber ja, so eine Aussage, yo, ich bin das Gesicht der Company und ich sollte den Titel-Match kriegen und ich bin ein Google-Trends hier, der Grund, warum TNA Aufmerksamkeit kriegt. Ist schon ein bisschen schwierig, aber es kann auch alles eine Storyline sein. Deswegen ja, könnte das der Fall sein. Alles nur reine Spekulation hier von meiner Seite. Dann geht's weiter. Spekulation war nämlich auch so ein Thema für LA Knight. Jetzt müssen wir wieder zurückspulen, zu LA Knight springen. Denn der hat nämlich einen, sein Vertrag läuft aus in 2025. Und das Ding ist halt, dass LA Knight sehr viel mehr Geld wollte. So, das ist halt jetzt das Ding. Das heißt, sie haben halt miteinander verhandelt, wie es denn jetzt aussieht mit dem neuen Vertrag und so weiter. Und man wollte eigentlich den Vertrag verlängern, aber LA Knight wollte noch ein bisschen mehr Geld rausholen. Und das zahlen sie ihm jetzt auch. Also das hat alles gut funktioniert. Er wird also weiterhin bei der WWE bleiben, auch noch über 2025 hinaus. Aber ja, also er hat auf jeden Fall ein gutes Plus an Kohle noch bekommen. Hätte er das nicht, also hätte er jetzt keinen neuen Vertrag unterschrieben, hätten sie mir jetzt auch nicht den US-Titel gegeben und so weiter. Das dazu. Dann hat Bobby Lashley noch bekannt gegeben, dass er vor 2 Monaten eine Verletzung hatte und dass er auch eine Operation hatte vor 2 Monaten und deswegen eigentlich aus den Shows geschrieben wurde, denn als sie in Frankreich waren, da gab es wohl ein Problem, da hatte er sich irgendwie verletzt und da hieß es schon, er wird 6 Monate ausfallen. Deswegen ist er aus den Shows genommen. Sie sagen ja, okay, sein Vertrag lief ja eh aus, vielleicht haben sie ihn deswegen aus den Shows genommen, aber er war auch gleichzeitig auch noch verletzt. Aber sein Vertrag lief letztes Wochenende aus. Der ist raus aus der Nummer. Der ist raus. Die WWE hat den Vertrag nicht verlängert. Er hat den Vertrag nicht verlängert. Und das war's. Also Bobby Lashley ist jetzt kein Teil mehr von der WWE. Aktuell zwar dadurch, dass er verletzt ist, ist es natürlich eh schwierig. Aber er hat auch selbst schon gesagt, dass diese 6 Monate, die er bräuchte, um zurückzukommen, das wird er nicht einhalten. Also er wird viel früher wieder einsatzbereit, weil auch seine Genesung war so gut, war so schnell, dass selbst die Ärzte gesagt haben, eigentlich dürfte das noch gar nicht sein, dass er so schnell wieder fit ist. Aber gut, er ist halt einfach eine Maschine. Der Typ ist ja auch schon über 50 und sieht aus wie 28, keine Ahnung. Also mit dem scheint genetisch sowieso irgendwas nicht hinzuhauen, im positiven Sinne für ihn. Aber ja, so auf jeden Fall das dazu. Bobby Lashley also auch wieder, ja, ich denke mal, der wird demnächst dann auch irgendwo anders auftauchen. Schauen wir mal, aber es muss jetzt auch nicht sofort passieren wegen der Verletzung. Und dann gab es noch einen ein WWE-Talent, was verstorben ist. Und zwar mit 74 Jahren ist Kevin Sullivan verstorben. Damals natürlich sehr bekannter Wrestler aus der WCW-Zeit. Ja, und der ist jetzt verstorben. Ich weiß allerdings noch nicht, woran, wieso, weshalb. Das Einzige, was jetzt rauskam so in der letzten Zeit, war, dass er im Mai einen Unfall hatte, wo er auch notoperiert werden musste. Und daraufhin gab es auch eine GoFundMe-Kampagne, um die ganzen medizinischen Rechnungen und so weiter für ihn zu bezahlen. Aber ja, mehr ist da nicht bei rumgekommen. Jetzt weiß ich nicht, ob sein Versterben jetzt mit diesem Vorfall zu tun hat oder halt nicht. Aber ja, das wird man sicherlich dann noch in den nächsten Wochen vielleicht rausfinden. Vielleicht wird darüber auch still geschwiegen. Weiß man ja auch immer nicht, ob das so passt. Gut, Freunde, das war es auf jeden Fall erstmal soweit mit dem News-Update, wie immer für heute. Und ja, checkt Smilodogs und Neosubs aus. Da gibt es immer noch fette Rabatte, also auschecken. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Kauft die letzten Tickets für Unlimited Wrestling in Berlin. Wenn ihr sowieso schon nach Berlin fahrt, dann solltet ihr auch bei Unlimited Wrestling vorbeischauen. Sonst macht das eigentlich überhaupt keinen Sinn. Also Unlimited Wrestling ist die Hauptshow an dem Wochenende. Ich sag's immer wieder, deswegen vorbeischauen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein und tschüss!